Servus Leute, willkommen zurück zu Rockman 2 Deus Ex Machina im Hard Mode. Und das, was ich im letzten Part gesagt habe, wegen dem Hausbaukommando und so, ich muss mich korrigieren, es war nicht 2004, es war 2007. So, ja, habe ich mich ganz schön vertan. Jedenfalls habe ich jetzt nochmal nachgeguckt und wie gesagt, Ty Pennington und so weiter, toller Typ. Aber was ich nicht wusste, also ich wusste zwar, dass er sozial engagiert ist und so weiter und Leuten hilft, aber dass er so viel gemacht hat, habe ich auch nicht gewusst. Weil ich habe jetzt nochmal nachgelesen ein bisschen was und ja, jetzt mag ich ihn nur noch mehr. Aber gut, ich will nicht über was reden, was eventuell einige Leute nicht kennen. Eigentlich schade, weil das muss man sich angucken, weil es ist so toll. Wenn ihr gerade Zeit habt, dann guckt euch nicht dieses letzte... Wobei, man kann sich das nicht mehr angucken, das ist so traurig. Und wenn man es sich angucken könnte über einen Stream oder so, hätte ich schon lange selber gemacht. Dann würde ich nicht hier sitzen und aufnehmen, sondern dann würde ich mir das Hausbaukommando angucken. Sonst hätte ich gesagt, guckt euch nicht mein Let's Play an, guckt euch lieber das Hausbaukommando an, aber es gibt es leider nicht mehr. Das ist so traurig, ja damit. Das ist ungerecht. Das ist auch ungerecht, Mega Man. Ja. Vielleicht. Okay, bringt das irgendwas? Nee. Bringt nix. Ich wollte es mal versuchen. Na gut. Aber wenigstens war ich da jetzt schon mal oben. Jetzt kann ich schon mal sagen, oh, ich war da oben. Ich war over the top. Na gut. Lass mir das mit over the top, weil... Over the... Fuck. Over the fuck. Over the top war ich ja schon in gewisser Weise durch meine Streams damals von den Zelda-Teilen, also Twilight Princess, Breath of the Wild, also Twilight Princess HD, Breath of the Wild, Skyward Sword. Skyward Sword, ja, Twilight Princess, Skyward Sword, Ocarina of Time. Moment. Twilight Princess HD, Skyward Sword, Ocarina of Time, Majora's Mask. Was war da jetzt das letzte? Moment. Breath of the Wild, Ocarina of Time, Majora's Mask, Skyward Sword, Twilight Princess HD. Das waren die fünf. Diese fünf Spiele habe ich richtig gut Abos bekommen, aber das Problem ist, das waren eben alles nur Stream-Zuschauer, die jetzt eigentlich nicht mehr wirklich aktiv sind. Schade, aber naja. Ja, das waren immerhin. Oh, nein! 100 ab. Hallo! Vielleicht hätte ich ein Wutschild aktivieren sollen. Es waren immerhin 100 Abos mehr in 2 Monaten. Ja, in 1-2 Monaten 100 Abos mehr, kaum zu glauben. Ja, ich weiß, das ist nicht sonderlich viel, weil andere Leute bekommen mehr Abos an einem Tag. Aber, naja. Für mich ist es viel. Und ich bin stolz auf jeden Zuschauer, den ich habe. Ich reiß mir für jeden Zuschauer, den ich habe, den Arsch auf, gute Videos zu produzieren, damit die Leute was zu gucken haben, damit sie was zu lachen haben, damit sie... was zum Kopfschütteln haben, weil ich mich mal wieder doof anstelle. So. Solche Momente gibt es ja auch, wo sie einfach alle mit dem Kopf schütteln und denken, boah, der Wolf, was macht der wieder? So, man hat ja auch manchmal solche Momente schon gehabt in meinen Videos, wo er mich am liebsten hätte erschlagen wollen. Runter, 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 runter. Gut. Der Wutschild ist hier praktisch. Auch wenn er 100 Jahre braucht, um den Stream zu verlassen. Ach komm! Ja, danke. Lass das fallen. So.
Ich will. Ja, ein bisschen nach links. Egal, egal. Ey, ey. Das ist doof, dass ich wieder nur zwei Leben habe. Was mache ich denn da? Jetzt aber. So. Ah, ich sollte aktiviert lassen. Triff mich, Blitz. Nein, ich hab... Wow, danke. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Blitz zu spät gesehen. So. Der Hälfte der Lebenskraft bin ich jetzt hier. Und noch einem weiteren Leben. Das ist irgendwie nicht das, was ich mir erhofft hatte. Ja, super. Ja, geil. Deine Kombi ist gerade ätzend. Hallo, die beiden. Mhm. Den schaffe ich nicht so weit. Hör auf. Ah, shit. Mach doch! Der Sch... Ja. Nämlich um. Der Schuss war gerade zu lange im Bild, deswegen. Dass die Schüsse ja so langsam fliegen, das nervt mich auch ein bisschen. Ich hatte jetzt nämlich anfangs ganz gute Chancen gegen ihn gehabt, aber weil mein Schuss so langsam aus dem Bild rausflog, habe ich verloren. Ja, und das war tatsächlich nur deswegen. Was mach ich denn da? So. Ich habe nie gesagt, dass ich alles Pasta Only mache. Das Spiel ist auch so schon schwer genug, da brauche ich nicht Pasta Only machen. Hau ab da oben. So. Oh, oh, gar nicht. Ich will das Leben da unten eigentlich haben, aber ich weiß nicht, wie ich dann wieder hochkomme. Gut, hier ist ja auch noch eins. Ja! Hier ist noch Wind, genau. Das ist keiner mehr. Hör auf! Okay. Ich soll jetzt bitte nicht wieder hier verrecken. Oh, Mega Man! Was habe ich gerade gesagt? Nicht hier verrecken! Was hast du gegen mich? Ich hab dich immer gut behandelt und was machst du? Ja, ich weiß, du hast kein Piercing von mir bekommen und jetzt? Wahrscheinlich ist das der Grund. Jeder Mann will ein Piercing haben, aber er kriegt keins von mir und deswegen dreht er durch. Oh, ich hab fast vergessen, springen zu drücken. Kill ihn und weg damit. So. Weg damit. Ah, ich hab's fast nicht mehr geschafft, weil ich gezögert habe. So. Wie viel Leben habe ich jetzt? Das habe ich nicht geguckt. 5. Na gut. Komm, kill ihn. Ah. Sonst den da. Einfach mit Taktik vorgehen. Ja. Egal, ob ich den Highjump nutze oder ob ich ihn zu oft nutze, ich nutze ihn einfach, weil ich ihn habe.
Schmeiß den Blitz. Mir egal. So. Es blinkt zu viel. Ich habe genug Leben. Ich glaube, ich werde, wenn ich jetzt einen einigermaßen ficken Run habe, werde ich mal einigermaßen ficken Run, wie immer. Einigermaßen guten Run werde ich mal Timestop aktivieren, in der Hoffnung, dass es ihm irgendwie Schaden zufügt. So, vielleicht kriegt er ein bisschen Schaden, das wäre praktisch. Ja, das heißt gar nichts, ganz im Ernst. Wow! Ah, shit. Nein, nicht er! Ja! Geil, danke! Das war ganz schön knapp. Ich frage mich, ob es sich ausgegangen wäre, hätte ich die Zeit nicht angehalten. Das ist jetzt, glaube ich, das 11. Video, wenn ich mich nicht irre. So, Passwort. Damit ich es auf Aufnahme habe. Jetzt kommen wir zum letzten, Heatman. Und danach kommen die beiden Stages. Die werden ätzend. So. Genau das. Das ist ziemlich praktisch, das hätte ich viel früher haben müssen. Oh gut. Moment, wie viel Leben? 5! Das war besser als erwartet. Nee, nicht du! Wir diveln. Moment. B, oder? Ja, gerade noch. Ah! Hau ab! Na super. Danke. Nein, nicht du. Moment, Sphinx, genau. E! Ja, Mini-Ding von mir aus. Kann ich die 2 aufladen? Die kann. Moment, ich kann ja. Es kommen ja noch mehr Sphinxen. Oh, danke. So, einfach Sphinxen ignorieren. Komm ja nicht. Oh, nee, nicht du. Habe ich irgendwas, was gut trifft? Oh, du bist weg. Warum verschwinden die? Ich glaube, der Timestop killt Leute, wenn ich wenn er quasi deaktiviert ist. Au. Hau ab! Das ist jetzt doof, Moment. Zack, 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 zack. Hoch! Ich komme da gar nicht hoch, selbst die Button-Mashing nicht. Ja, ja, musst du mich so weit schubsen. Ja, mir egal. Hör auf! Bitte, lass das hier der Mittelpunkt sein. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass das Mittelpunkt ist. Dass das Mittelpunkt ist. Dass das der Mittelpunkt ist, wollte ich sagen. Wow, doch, doch! Aber in so einer doofen Position.
so hoch? Nee. So komme ich aber hoch. Erwischte mich? Nö. Ähä. Oh. Ja, auf. Natürlich an so einer doofen Position. Er hat bewacht was, das heißt, ich muss wahrscheinlich nach links. Ah! Nein, egal. Das ist ätzend. Ja, ganz geil. Warum ist ein Leben? Das bringt mir nicht so viel. Doch, es bringt mir schon was, aber ich will es nicht. Ist das ein Scherz? Ach, ich habe ja keinen Highjump mehr. Verdammt. Lauf! Du Sau! Kein Gegner. Ja, danke. Oh. Yeah, man. Ich kann ja zumindest testen, wie viel Schaden es macht, aber ich glaube nicht, dass es so viel macht. Ich habe ihn nicht mal getroffen. Ja, er kommt auf mich zu. Oh, Moment. Genau so. Ja. Na? Ja. Kill ihn! Nein! Ihn! Jawohl! Danke! Airman und Heatman, aber gut, Heatman war schwach. Ich nutze ja auch Waffen und alles, also... Egal, das Spiel ist so hart genug, also es ist erlaubt. Und ich weiß, von Heatman bekommen wir eine zeitweilige Unverwundbarkeitszeit. So. Hier nochmal das Passwort für alle, die es interessiert. Und Stage Select. Hallo, Wily! Ja, man merkt, dass du alt wirst. Du hast wieder so Gesichtszuckungen. Vielleicht solltest du dich mal liften lassen oder so. So, ab jetzt wird's Hardcore. Ich hoffe vor allem, dass sie überhaupt die Hard-Version ist, von der ich immer rede. Nicht, dass es die Normal-Version ist und ich hier so durchrenne und sage, oh, Hardcore-Version ist gar nicht so hart. Okay, hier ist irgendwo ein Loch, genau da. Ich habe noch zwei Leben, ich kann mich hier noch ein bisschen umgucken. Kann ich die Dinger irgendwie zerstören? Ja, kann ich! Damit habe ich nicht gerechnet. Oh nein, nicht. Ach, warte, das für ein doofer Move von mir. Wow! Ist das glitchig? So, High Jump. Ah! Ja. Ja, ganz geil. Wo bin ich hier jetzt gelandet? Ich habe keine Lust bei euch zu landen. Das ist die 2, ja. Eigentlich wollte ich die erste Weile Stage gar nicht mehr machen. Moment. Nee, gerne. Den kriege ich nicht. Schade. Ich will eigentlich keine Waffen verschwenden. Kill den da unten auch. Oh, verdammt. Gut.
das wäre idiotisch, wenn ich die Energie da holen würde. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich hier noch in der Stage brauche. Oh. Hau ab! Genau, hier brauche ich den Verwendungszeit. Das war das, oder? Ja, das ist ja mega knapp. Aber gut, es wird immer wieder aufgeladen. Es ist großzügig. Zumindest ein bisschen. Zu früh! Ja, habe ich gesehen, selber. Das war doof von mir. Ja, nur Leben. Macht aber nichts. Lalalalalalala. Genau in dem Moment, wo die Unverwundbarkeitszeit vorbei war, bin ich gestorben. Aber genau in dem Moment habe ich springen gedruckt. Vor allem genau in dem Moment, wo sie vorbei war, bin ich gestorben. Das ist irgendwie logisch. Nur gut, aber ich werde hier erstmal einen kurzen Schnitt machen. Das war Mega Man, Rockman. Ich sag immer Mega Man. Ja, weil es Mega Man ist. Rockman 2 Deus Ex Machina, der Hard Mode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.